Wir haben in der Fernwärme zwei Dehnungsausgleicher vorgefertigt. Ihr seht hier mal diese beiden Dehnungsausgleicher, wie sie von A nach B transportiert werden. Es wurden insgesamt 8 Bögen verschweißt. Der eine Dehnungsausgleicher ist ein bisschen kürzer, der andere ein bisschen länger. Das ist jeweils Vorlauf und Rücklauf. Und ihr könnt hier sehen, wie man mit etwas Geschick diese beiden Dehnungsausgleicher gleichzeitig transportieren kann, wenn genug Möglichkeiten Platz vorhanden ist und natürlich keine Gefahren da sind. Ja, mein Kollege Rudi stellt das ganz geschickt an hier mit dem Bagger. Wenn man die Dehner so wackeln sieht, mit ein bisschen Fantasie erinnert mich das an irgendwelche galaktischen Figuren. Kennt man ja von irgendwelchen Filmen. Ja, Dehnungsausgleicher sind dazu da, um eben, was der Name schon sagt, Dehnungen abzufangen auf gewissen Strecken, Abschnitten. Das wird in der Fernwärme sehr häufig verwendet und nicht nur in der Fernwärme, natürlich auch im Anlagenbau. Da herrschen Kräfte, die müssen abgefangen werden. Das ist ganz klar und von daher werden diese Dehnungsausgleicher gebaut und entsprechend eingesetzt. Wir kommen gleich mal an diesen Abschnitt ran, wo die Dehner dann letztendlich eingebracht werden. Ihr seht es am unteren Teil des Videos, genau da an der Stelle in der Grube werden die dann positioniert und dann an den bereits vorhandenen Streckenabschnitten angeschweißt. Geht natürlich weiter, aber das ist jetzt hier eine Vorfertigung, die man natürlich bei diesem schönen Wetter, wie es hier auf dem Video zu sehen ist, gut gestalten kann. Ja, so kann man es machen, wenn genug Möglichkeiten vorhanden sind. Sicherheit geht vor, denkt immer dran bei Transportarbeiten. Und hier auf dem Rohrschweißer YouTube-Kanal findet ihr noch weitere Beispiele zum Thema Fernwärme, Rohrdungsbau, Vorrichten und Wegschweißen. Ihr findet Schweißkurse, die ihr für euch 1:1 umsetzen könnt, aus der Praxis für die Praxis. Ich bedanke mich bei euch für eure Interessen und für den Daumen hoch, für eure Abos und das Teilen der Videos und wünsche euch weiterhin viel Spaß und Erfolg in eurem Job als Schweißer. Im Rohrdungsbau oder Anlagenbau, je nachdem, wo ihr tätig seid.